Hallihallo, wir sind hier bei Part 17 und wenn ich sage wir, dann meine ich wirklich wir, denn Yennefer hat sich zu mir gesellt und nimmt diesen Part mit mir zusammen auf. Hallöchen. Okay, wir befinden uns directly vor Ednas Zimmer, denn ich bin da schon mal hingegangen und wir haben den Zimmerschlüssel. Was vermutest du hinter dieser Tür? Ja, was vermute ich? Auf jeden Fall jede Menge Spinnenweben und vielleicht, ja, so ein Schrein, so eine Voodoo-Sache. Also schon mal hier so. Diesen düsteren Baum und diesem komischen Zeug, da ist bestimmt jetzt so eine Sekte drin hinter der Wir Tür. gucken einfach mal. Klack. So, Tür ist anscheinend Boah, ich bin aufgeschlossen. schon voll kribbelig. Ich weiß es echt auch nicht mehr. Es ist jetzt Ach echt ein paar komm. Monate her, dass ich das Ein gespielt habe. paar Monate hast du Gedächtnis. Tja, ich bin ein Goldfisch. So, und rein da! Oh Gott. Oh, so lame. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Ah, ja, Weißt stimmt. du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwer fallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Oh ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Versteh Noch das besser. mit dem. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na Wo dann, habt ihr mal den Teppich halt dich denn? Wo fest! hat. Hast du das? Hat jemand reingebissen? Ah ja, krass, man wird sofort tempomorph, genau. Aber Edna versteht das mit dem Tempomorphen irgendwie nicht. Sie denkt immer, man reist in die Vergangenheit und macht Ja, da was. nee. Auf Dinosaurier, Alter. Können wir Ich kann wieder es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Ach, sei nicht Dem so. armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Ja. Habe ich dich so erzogen? Ja. Ich Offensichtlich erinnere mich schon. daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Da liegt's doch. Herr Konrad! Herr Konrad! Schaut da auch mal einer hin, Na Herr Konrad. toll. Als Lehrer. Trottelalarm. Was Trottelalarm. ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt! Also Das voll hatte ich gerade gierig, so. vor, ja. Boah, die Peitsche! Du musst besonders hart bestraft werden. Das Oh, du musst Ungetüm hat in meine Schulter besonders gebissen. hart Ich werde bestraft vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Hä? Mein Vater sagt, ihre disziplinaren Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs Danke. sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Der nennt den Sohnemann, ist mir gerade mal aufgefallen. Ja, hab ich. Diese kleine Mistkröte! Richtig. Ignorier ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. So, oh Gott. Das Tagebuch liegt schon mal hier, aber mal gucken, ob man noch Mit einer irgendwas gucken kann. Kerze, auch wie oldschool. Ja, damals. Damals, da hinten steht eine Lampe. Oh, ein Schrank. Ja, cool. Was ist da drin? Kann ich das angucken? Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Was in meinem Ich habe Schrank ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Das Vollkommen ist unbeabsichtigt natürlich. Ja, oder? Ja. Was ist das hier vorne eigentlich für eine Wolke? Oder ist das eine Mickey? Das ist ein Schatten von einer Mickey Maus. Guck mal. Ja, stimmt. Was? Näschen? Ja. Und die Öhrchen. Wie Edna guckt. Guck mal. Mäh, 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 mäh. Mit dem Kopf so schief. Ich bin adrett. Ich sieh mal an. Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte hinein. Alles in einem, lecker. Apropos. Apropos Naschvorräte. So gerne. Ja, aber wir reden nicht darüber. Nein, haben nix. Wir sind ja unglaublich professionell und gehen mal zum Fenster. Und oh, das kann man aufmachen. Ja. Ich danke dir. Bitte, dir. Guck mal, wieder zumachen, ist ja Wahnsinn. So viele Erinnerungen da draußen. Achso, ich hab's wieder zu viel. So viele. Ah ja. Reden wir mal mit der Guck Tür. Mal, wie Moment. Zu.
So etwas. In den Rahmen habe ich Runen zum Schutz vor Gnollen eingeritzt. Mach auch einen Fall. Offensichtlich wirken sie nicht. Sonst wäre Alfred auf der Schwelle zu Asche zerbröselt. Das ist auch kein Gnoll, der ist ein Wurzelknarz. Könnte mir so passen. Ja, guck mal, man kann Harvey auch wieder anwählen. Natürlich kann man beim Tempo auch ja immer. Dieser Schrank ist eine mottenfreie Zone. Hey, wo willst du denn hin? Ich wollte mir ein wenig die Beine auf dem Sims vertreten. Lass das. Wir wollten nur schnell das Tagebuch finden, mehr nicht. Ich hab vergessen, was hier abgeht. Wenn ich Lust auf Achterbahn hatte, ließ ich mich einfach von Edna in die Schmutzwäsche werfen. Cooler Typ. Soll der jetzt mal das Tagebuch angucken? Da ist ja Ednas Tagebuch. Nein, sowas. Es ist nicht gerade das Graal-Tagebuch, doch es enthält viele wertvolle Erinnerungen. Ich mag die Stimme von Harvey sehr gerne. Diese coole Stimme. Mhm. Du hast den Nachfolger noch nicht gesehen, ne? Nee. Hey, ich auf dich. Da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Das bringt nichts, der Typ ist auf uns zu. Ja, das ist wegen der Ehre und so. Ach so. Der Ehre. Der vor allem. Ehre. Nicht wegen der Ehre, sondern wegen der Ehre. Wegen der Ehre auf im Acker, Rot. Weißt du? Genau. So, jetzt kann HW hier auf dem Sims der Specht, ich werd wahnsinnig. So, mir reicht das jetzt. Ich werde jetzt was ganz Unübliches machen und es geht nach einer kleinen Unterbrechung weiter. Ich mache jetzt die Musik wieder an, weil ich kenne diese Musik nicht und die ist bestimmt... Die läuft doch. Nasenbär. Ich dachte, ich hätte sie ausgestellt. Tja, dann rüber dir mal dein... Naja, gut. Ich mache jetzt keine Unterbrechung. Der hackt in der Horizontalen zwischen aufgefahren. Ich mach mal den Specht. Spechte sind schon seltsame Vögel. So pedantisch. Der coole Typ, ey. Kann man da ins andere Fenster rein? Ja. Boah. Arsch. Mal gucken. Wie selbstzufrieden der guckt, ne? Ja, der guckt immer so. Ich steh wach rüber. Ich fand eben irgendwas war geil, was er gesagt hat. Er ist jetzt endgültig bei mir unten durch. Vorher nicht, oder was? Ich meine, unten sind Gabeln am Teppich. Geil. Was ich alles sehe, ne? Ja. Voll krass. Cool. So, was ist hier? Kein Anbilder. Und sonst so? Nix. Du kannst nicht ums Haus rum? Anscheinend nicht. Ich hab's mal probiert. Ja. Mal. Geh mal ganz außen. Geht das nicht? Lame. Ja. Edna, guck mal, hier ist ein Specht. Ist das nicht cool? Hey Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Geiler Gut. Plan. Noch ein bisschen hetzen über Alfred. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Oh, diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Die Gesichtsschleimhautreizung. Geil. So, okay, dann kann man mit HD wohl nichts mehr machen, ne? Ja, dann müssen wir jetzt mal wieder aus. Was ist das denn? Zur Tür. Ich kann mein Edna noch... Oh, kann ich auch direkt da drauf ziehen. Auch noch was zur Tür. Wir müssen durch diese Tür, Edna. Ach was, echt? Ich dachte, du hättest es nicht gecheckt, Edna. Weil die eben nur gesagt hat, zu. Jetzt wieder. In den Rahmen habe ich Runen zum Schutz, sonst wäre... Ja, das hat eben schon keinen interessiert. In den letzten Tagen fühlte ich mich, als könnte ich die Welt aus den Angeln heben. Dieser Tag gehörte nicht dazu. Ich sollte mit der Tür reden. Red mal mit der Tür. Ich red mal mit der Tür. Hat ja bei Krisen auch schon gefühlt. Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Oder mit dir erschießen, ne? So, ich muss irgendwas tun. Lampe gegen Tür. Ich benutze mal den Chor. Ups, nicht direkt so. Ach, oder es benutzen dann gleich hier so einen Kram. Ich dachte, sie kann sich da reinhocken. Aber anscheinend nicht. Und dann sagen, hey, ich spring aus dem Fenster. Dann kann ich hier
zu, ne? Nee, mach's nur auf und zu, doofe. Guck mal, ob du die Lampe um hier heben kannst. Kerze, Stuhl. Tagebuch hat die geguckt, ne? Weiß genug. Weiß genug. Teppich. Teppich? War da Teppich? Weiß ich nicht. Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Später. Mein Vater ist jetzt wichtiger. Deswegen stehen wir noch die ganze Zeit. Na, geh noch mal raus. Wirf den Specht gegen ihn. Er ist jetzt endgültig bei mir. Ja, ja. Tüdelü, man sieht, ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wie das hier weiterging. Krass. Ich weiß nicht mehr, was ich da gemacht habe. Gar nicht mehr. Ich würde sagen, das schneiden wir auch raus. Ich weiß. Ich will ja kein Tagebuch lesen. Mach doch mal. Benutz doch mal die Tür. Aha. Ja, bitte? Guck mal. Ich will raus. Ja. Ich bin so genervt, dass es einfach geht. Alfred? Lass das, okay? Cooler Typ. Erstmal reinlaufen und dann. Du musst ihm dann die Lampe über den Kopf ziehen. Ja, du klopfst und versteckst dich im Schrank und dann denkt er so, bam. Habe ich auch schon überlegt. Oder in dem Kopf halt. Aber irgendwie kommt die da nicht rein. Normalerweise dann kann man das dann irgendwie cool gucken. Ich sag immer noch, du musst ihm die Lampe über den Kopf ziehen. Nein, kommt. Ach, guck mal, manchmal muss Harvey Edna sagen, was die da tun will. Ach, das habe ich für den Scheiß gemacht. Achso, man kann Edna nicht wirklich gut sehen. Gibt's im Schrank. Los. Ja, die Schrank, was hältst du von diesem unglaublich coolen, geflochtenen Kopf? So. Der Schrank so, wow, voll gut. Ich kenne schon lange den Typen. Ich fühle mich so schmutzig. Oh, wie? Keine Chance, Harvey. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als mit dem Wäschetümmler zu fahren. Schade. Schade. Voll traurig. Hey, Edna. Vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Ja. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Sei mal nicht so. Voll der gute Vorschlag. Schade, dass Edna den Poloschläger nicht mehr hat. Mist. Sonst wüsste ich sofort, was zu tun ist. Hä? Ah, sag mal. Hier. Lass das, okay? Ich hab nichts gemacht. Ich wollte doch nur. Wieder gerade reingelaufen zur Seite. Komm mit, Harvey. Ach. Jetzt geht es, ja? Jetzt geht's dir doch in den Schrank. Ja, läuft. Ist das süß durch die Schranktür durch. Ja. Lass das so. Hey, wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? Ja, fällt das auf. Ja, wahrscheinlich muss man noch schon aufhören. Busch. Was ist runter? Nee, später nein. Hey! Zu spät. Ich glaub, ich... Oh, nee, die kann ihn ja nicht entsperren. Der kann nicht entsperren.